Hey Leute, ich sag Servus und Hallo aus der Tiroler Zugspitzarena. Mit dabei habe ich zwei brandneue Räder. Diese beiden E-Mountainbikes eignen sich besonders für Fahrer, die ein Rad mit Motorunterstützung suchen, aber trotzdem den sportlichen Anspruch richtig hochhängen. Die neuen E-Mavericks von Stevens sind konsequente Light-E-Mountainbikes. Federwegseitig ist für jeden Geschmack etwas dabei. 140 oder 160 mm. Was die beiden neuen Flitzer aus Hamburg wirklich können, das verrate ich euch jetzt in diesem Video. Ich hoffe, die Bilder haben jetzt schon mal Lust gemacht auf E-Mountainbiken in alpinem Gelände. Wer allerdings mit einem Light-EMTB hierher vordringen möchte, der muss definitiv etwas mehr Bock auf körperliche Anstrengung haben als mit einem klassischen E-Mountainbike. Dafür gibt es dann ein richtig natürliches und agiles Bike-Handling. Und genau das ist die Philosophie von Stevens bei den E-Mavericks. Ziel war es, ein wirklich leises, leichtes und unauffälliges EMTB zu bauen und keine Kompromisslösung, die auch den klassischen, schwereren EMTBs Konkurrenz macht. Entscheidend dafür ist die Wahl des Antriebs und die fällt bei Stevens auf TQ. Der HPR 50 ist nahezu konkurrenzlos, wenn es um kompakte Bauform und leises Fahren geht. Der runde Antrieb steckt extrem schlank im Tretlagerbereich und ist obendrein richtig leise. Das gilt sowohl bergauf als auch bergab. In diesen Disziplinen gibt es keinen besseren EMTB-Motor. Minimalismus gilt allerdings auch für die Power. Der Schub ist sehr geschmeidig, dezent, aber auch schwächer als bei den stärksten Leitmotoren wie einem Bosch SX oder dem Ride 60 von Fazur. Sowohl der TQ-Motor als auch das Stevens E-Maverick sind eher für sportliche Biker, die keinen Turbo-Shuttle suchen, sondern einen natürlichen Zusatzschub, der ein bisschen extra Power gibt. Wenn wir über Schub vom Motor sprechen, müssen wir natürlich auch über Saft von der Batterie sprechen. 360 Wattstunden stecken in den E-Mavericks. Und wie man den Akku entnehmen kann, das zeige ich euch jetzt. Die Energie kommt aus dem TQ-Akku. Die 360 Wattstunden stecken schlank im Unterrohr. Die Batterie kann nach unten aus dem Bike herausgezogen werden. So kann man den Akku theoretisch auch in der Wohnung oder der Hütte laden und auf Wunsch die Reichweite mit einem Zweitakku verdoppeln. Also Wechselakku ja. Das ist bei Light-EMTBs nicht selbstverständlich. Allerdings ist Integration nicht unbedingt für eine regelmäßige Entnahme geeignet. Hier unten geht es recht eng zu und ihr müsst mit mehreren filigranen Schrauben hantieren. Komfortabel ist das nicht, also eher was für gelegentliche Einsätze. Wenn ein entnehmbarer Akku für euch wirklich entscheidend ist, dann würde ich empfehlen, geht in den Laden und probiert das Ganze einfach selbst mal aus. Jetzt aber zurück zum Bike oder besser gesagt den Bikes. Denn das E-Maverick gibt es in zwei Federwegsklassen. Wer vollen Fokus auf Leichtbau legt, der landet beim Topmodell der Serie, dem E-Maverick AM943 für 9.999 Euro. Unser Testbike wiegt in der Größe R4, das entspricht ungefähr einem großen L bei anderen Herstellern, 17,2 Kilo. Und damit ist es eines der leichtesten EMTBs, das in den letzten Monaten vorgestellt wurde. Mit seinem Vollcarbon-Chassis, 140 mm Federweg, superleichten 29er-Laufrädern mit Carbonfelgen und gewichtsoptimierter Ausstattung liegt hier der Fokus auf spritzigem Vortrieb und guten Rolleigenschaften. Die Ausstattung ist super edel. Shimano XTR-Bremsen, SRAMs Eagle XO Transmission mit richtig geschmeidigen Gangwechseln und dazu einige Carbon-Parts. Brillieren kann das Bike auf flachen Kursen, wo es seinen flinken Charakter voll ausspielt. Wer gerne auch mal ohne Motor oder oberhalb der 25 km/h-Grenze pedaliert und auf sportlichen Touren viel Strecke macht, profitiert vom geringen Rollwiderstand von Schwalbes Wicked Wheel Reifen. Auf dem Trail macht das E-Maverick ebenfalls richtig viel Spaß, denn es fährt sich richtig leichtfüßig und handlich. So kann man das Bike von einer in die nächste Kurve schleudern und agil durchs Gelände bewegen. Am wohlsten fühlt sich das Rad allerdings, wenn der Untergrund zahm und das Gefälle nicht zu steil ist. Im anspruchsvollen Gelände limitieren vor allem die Reifen das Sicherheitsempfinden spürbar. Und genau hier kommt die zweite Variante ins Spiel, das Stevens E-Maverick ED943. 160 mm vorne und hinten, aber ansonsten basiert es auf genau dem gleichen Grundgerüst mit genau dem gleichen Vollcarbon-Chassis, 29er-Laufrädern und TQ-Antrieb wie sein kleinerer Bruder.
Die Geometrie wird bei diesem Modell allerdings etwas flacher, der Radstand länger. Und auch die Ausstattung ist mit dickeren Federelementen und robusteren Reifen deutlich mehr auf Abfahrt getrimmt. Vom Namen solltet ihr euch übrigens nicht abschrecken lassen. ED steht für Enduro, doch das Bike ist auch ein richtig guter Allrounder für anspruchsvolle Touren und kein Enduro-Extremist, der nur im Bikepark und bei Highspeed so richtig aufblüht. Schauen wir nochmal auf die Fakten zum ED-Modell. 7.499 Euro kostet es, das Gewicht landet bei 18,9 Kilo. Klar, sowohl die robusteren Parts als auch der günstigere Preis sorgen im Vergleich zum Topmodell für ein höheres Gewicht. Mit dem Paket kann man es auf schwierigen Trails richtig fliegen lassen und Wurzelfelder, Steilpassagen oder Sprünge ins Visier nehmen. Und auch hier gilt, das Bike ist super leise, was bei E-Mountainbikes leider nur selten der Fall ist. Also zwei Bikes mit identischen Wurzeln, aber dann doch ganz unterschiedlichem Charakter. Je zahmer und flacher das Gelände wird, desto mehr kann das AM-Modell brillieren, denn das ist dann wirklich nochmal eine ganze Ecke spritziger. Wer ein hartes Gelände will, greift natürlich zum ED-Modell. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr uns ein Like und ein Abo dalasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Servus!